Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kona Part 18. Beim letzten Mal, da haben wir erfahren, als wir erneut beim Gemischtwarenladen vorbeigefahren sind, dass Hamilton mit dem Geheimdienst, mit dem Kanadischen, sich in Verbindung gesetzt hat, um diesen mysteriösen Geschehnissen hier in Menniston auf den Grund zu gehen. Offenbar war er in Gefahr. Und der Mörder ist ihm allerdings zuvorgekommen. Tja, was soll man dazu sagen? Obendrein treibt hier auch noch ein Monster sein Unwesen. Und ein Indianer macht Jagd auf dieses Monster. Es soll sich um niemand Geringeres handeln als den Wendigo. Ein Mischwesen aus halb Mensch, halb Wolf. Und der macht hier Jagd auf die Dorfbewohner und hat schon nicht gerade wenige eingefroren. Und ich hoffe mal nicht, dass Karl der Nächste an der Reihe ist, denn er möchte ja gern den Geschehnissen auf den Grund gehen. So, und zunächst müssen wir uns dazu hier weiter durch den Schnee bewegen, denn leider können wir das Schneemobil nicht verwenden, denn damit würde es natürlich weitaus schneller gehen. Aber man soll laut der Entwickler das Spiel trotzdem schaffen können, durchspielen können, ohne größere Probleme. Es wäre halt nur schön gewesen, mit dem Schneemobil hier durch den Schnee zu fahren. Aber gut, vielleicht wird das noch gepatcht, aber ja, da ist schon das nächste Lager. Ich habe mir jetzt genug Holzscheite besorgt, so hoffe ich doch. Aussichtsturm, ach, da ist der Aussichtsturm, wunderbar. Macht jetzt Sinn bei dem Wetter. Es ist Nacht. Es stürmt und schneit. Wie weit wird dort die Sicht sein? Kamera auspacken. Karl, pack die Kamera aus. Sollte vielleicht die richtige Taste drücken. So, wunderbar. Wegwerfen? Warum? Hier ist noch eine Lampe. Freihand-Taschenlampe. Ist die ein bisschen heller vielleicht? Nee, das Coole ist, wir können jetzt. Moment. Was steht da? A quick glance at the scene was enough for Carl to know that a fight had taken place here. The visitors must not have sold their skin so easily. Literally. Eieiei. Okay. Hier hat also ein Kampf stattgefunden. Vielleicht zwischen dem Wendigo und dem Indianer, wer weiß. Hier ist eine Kühlbox, als ob wir hier eine Kühlbox bräuchten. Naja. Hier sind auch wieder genug Holzscheite, wunderbar. Wenn man das immer so wüsste. Ja, da hätte ich nicht zum Auto zurückgehen brauchen, denn hier gibt es. Ja, hier gibt es auch nochmal Holzscheite, super. Aber ich habe jetzt eh genug mit dabei. Zunächst werde ich mal die Hütte hier betreten und. Carl reckoned that the place was still inhabited less than 24 hours ago. His detective sense tingled, revealing to him, or was it the strong smell of wilderness in the air, that there were most likely two men. Zwei Personen waren hier. Okay. Welche zwei Personen? There should be a rifle hanging there. Its owner may not be very far. Vielleicht treffen wir noch jemanden. Vielleicht den Mörder von Hamilton. Two blankets. There were doubtless two people here, Carl reckoned. Deswegen ist er darauf gekommen, dass hier zwei Personen sind. Sehr schön, wie der Wind heult durch die Ritzen der Hütte. Aber mehr gibt's hier leider nicht. Oh, er hat Ritzen gesagt. Doch, da ist noch was. The jacket was still soaking wet. The poor man had surely unwillingly had a taste of the pond's water not too long ago. According to the pay stub. That poor man was Alexander Blair. In dessen Haus waren wir ja auch bereits, ne? Da hatten wir ja auch einiges. Two blankets. Okay. There were doubtless two people here, Carl reckoned. Vielleicht sind die ja nur zum Angeln hier. There should be a rifle hanging there. Gut, its owner may not be very far. Das haben wir jetzt noch nicht gelesen. Brief an Pierre. Dienstag, 15. September. Pierre, ich möchte dich daran erinnern, dass es gewisse Regeln gibt. Regeln, die wir alle befolgen müssen, egal ob wir das wollen oder nicht. Ich habe mitbekommen, dass du in letzter Zeit sehr viel wilderst und dass du dir nicht einmal mehr die Mühe machst, dein Treiben zu verheimlichen. Zum Teufel, selbst ich kann
nicht mehr so tun, als ob ich dich in den letzten Tagen nicht gesehen hätte. Was würden die Leute sagen, wenn ich weiter beide Augen zudrücke? Diesmal bist du zu weit gegangen, mein Freund. Ich werde ein Bußgeld aufsetzen müssen. Wilfried. Pierre the Poacher Bleh was definitely not the one who lived here. Indeed, Carl learned earlier that the man had recently been shredded to death by, allegedly, beasts. Oh, na eben. Pierre, ich hatte dir doch gesagt, dass du zu weit gegangen bist. Jetzt hast du aber das Fass zum Überlaufen gebracht. Und jeder weiß, dass du es warst. Dass ich mit deinem Bruder befreundet bin, wird dir nichts mehr nützen. Wenn du noch einmal irgendeine Pflanze oder ein Tier in meinem Zuständigkeitsbereich anfasst, wirst du es bereuen. Du magst eine kleine Jagdhütte. Wohl, ja. Du magst deine kleine Jagdhütte wohl, ja? Ich überlege mir, die mit einem großen, fetten Schloss zu versehen. Das wäre doch fein, findest du nicht auch? Und wenn du so weitermachst, wirst du derjenige sein, der bald hinter Schloss und Riegel sitzt. Und zwar im Bezirksgefängnis von Ruyun. Pass auf, Freundchen. Wirklich, pass bloß auf. Geht er noch weiter? Nein. Okay, Karl nimmt ihn nicht mit. Oder ist da noch was? Nö. Okay. Tja, der Gute ist ja tot. Also war der Wilderer anscheinend der Wendigo. So nehme ich mal stark an. So, okay, dann gehen wir mal auf den Aussichtsturm. Aber zunächst soll ich die Lampe anmachen. Und vielleicht das Gewehr schon mal parat halten. Man weiß ja hier nie. Vielleicht sitzt ja da jemand auf dem Turm und schießt auf uns. Ne, es sieht nicht so aus, Leute. Hier ist die Luft rein. So, hier die Flagge. Hier heult der Wind noch ein bisschen intensiver. Leuchtkugeln haben wir hier. Anzünder. Und ein Medikit. Sehr schön. Also nur Nützliches, keine weiteren Informationen. Aber das reicht ja aus. So, und hier ist noch ein... Den hatten wir schon fotografiert, ne? Richtig. Okay, wo müssen wir jetzt weiter, Leute? Von da sind wir doch gekommen, oder? Das ist Wasser. Okay. Wieso ist hier Wasser? Muss doch so kalt ist. Das müsste doch schon längst zu Eis gefroren sein. Fragen über Fragen. Ich glaube, wir sollten einfach mal weitergehen. Oder geht es hier noch lang irgendwo? Nee, hier sind irgendwelche Fässer und so. Verändert sich. Nördlicher Wald. Jetzt müssen wir doch schon sehr weit vorangekommen sein, oder? Zumindest gefühlt. Nein. Da ist noch eine Hütte. Jetzt gibt es zwei Wege, eine Weggabelung. Das Licht kann ruhig angelassen werden. Sehr gut. Lass mal hier mal die Schilder. Die hat irgendjemand... Oh, der Wendigo. Habe ich denn meine Knarre? Hat er sie denn abgelegt? Ui, der verschwindet. Naja. Bilden wir uns das ein? Wo gehen wir jetzt zuerst lang? Links oder rechts? Mal gucken. Auf die Karte. Also beide Wege führen definitiv zu der Hütte. Naja, ist egal. Erstmal hier lang. Mach doch das Licht an. Ah, die Knarre müssen wir erneut auswählen. Das ist natürlich doof. Na, dann ziehe ich sie nur bei Bedarf. Ne? Wir können ja jederzeit ins Inventar wechseln. Aber hier geht's auch lang. Ja, man merkt, das ist so ein bisschen für ein Schneemobil ausgelegt, diese Landschaft. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch... Aha, okay, hier geht es auf jeden Fall zu einem Fluss. Okay, hier ist der Fluss. Als künstliche Levelbegrenzung.
Aha, jetzt sind wir da. Der führt in den See. War sehr weit vom Weg abgekommen, meine Güte. Komm, mach Licht an. Aber dazu müssen wir erstmal die Karte weglegen, dann können wir erst... Oh, da ist wieder erneut der Wendigo. Wenn er das denn ist. Ah, Kram muss jetzt mal laden. Selbst als Koreakrieg-Veteran braucht er dann eine Weile für. Oh Gott, unsere Psyche verabschiedet sich langsam aber sicher. Ich sollte mal ein bisschen was trinken. Es füllt sich voll auf. Sehr gut, sehr gut. Schöner Wasserfall. Naja, schön ist anders, aber sehr stimmungsvoll auf jeden Fall. Ja, hier hätten wir das wirklich benötigen können. Das Schneemobil. Wären wir auf jeden Fall schneller vorangekommen. Auf jeden Fall müssen wir zu dieser Hütte. Sie ist nicht umsonst auf der Karte markiert. Okay. Der ist kurz geladen. Da ist doch wieder was. Carl wondered how long he would have to endure. Oh Gott. Ja, ich muss zur Hütte. Sonst kriegen wir hier einen Kälteschock, trotz des Mantels. Muss man auf die Karte gucken. Lucky machen. Jetzt sind wir auf dem Weg. Schnell zur Hütte. Ich müsste sie doch schon fast sehen können, die Hütte. Dann sind wir hier des Todes. Quatsch. Okay, na eher nach links jetzt. Ja. Jetzt rufen wir doch wieder zurück, oder? Das ist doch die andere Hütte. Na, ist egal. Ich sollte nicht vom Weg abweichen, denke ich mal. Hat Großmutter mal gesagt. Weiche hier nie vom Weg ab, Junge. Das kann dir auf Dauer nicht bekommen. Oh, schnell. Ja. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Wunderbar, aber ist egal. Ich muss jetzt hier erstmal wieder einkehren, um Kraft zu sammeln. Puh. Leg doch mal das Ding weg. Okay. Sei denn, du willst die Karte abfackeln. Möchten wir natürlich nicht. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob ich noch genug Holzscheite dabei habe. Ne, Ausrüstung. Verbrauchsgut ist es ja eher. Nee, ich habe keine Holzscheite mehr dabei. Das ist super. Oder auch nicht super. Dann werde ich hier welche mitnehmen. Sehr gut. Die Psyche baut sich auch wieder auf. Jetzt können wir nichts mitnehmen, ne? Passt auf. Das war's. Moment, hier ist ein Schloss. Die Tür war nicht verschlossen. War er enttäuscht? Nein, ich bin es nicht. Gut, egal, jetzt gehen wir zu der zweiten Hütte. Versuch Nummer 2. Diesmal werde ich einfach mal auf dem Weg bleiben. Das ist unsere Spur, oder? Donnerwetter, die bleibt hier lange erhalten. Aber wir wissen jetzt schon mal, dass dort der Fluss ist und dass hier zwei Wege sind. Aber wir sollten uns na, vielleicht an diesen Markierungen so ein bisschen orientieren. Na, da vorne ist doch wieder irgendwas, ne? Ah, er kann auch nicht mehr so lange sprinten, der gute Kerl. Vielleicht zündet er sich einfach mal ein Zigarettchen an. So eine entspannte Runde. Warum nicht? Complaining was not in Carl's nature. It would take more than light injuries to interrupt his investigation. Warum schmeißt er die weg? Mensch, Karl. Du hast nicht mehr allzu viele Kippen. Aber eins steht fest, wir müssen schnell zu dieser Hütte da oben. Was ist denn hier los? Hat es hier kürzlich gebrannt? Es brennt immer noch. Kommen wir hier jetzt rüber, ohne Schaden zu nehmen? Ich glaube, ich muss irgendwas zu mir nehmen. Wir haben da Schmerzmittel dabei. Bauen. Bauen. Nein, das ist nicht wahr, oder? Seems like the elements showed mercy to those nice and solid looking planks.
Ich muss eine Brücke bauen, sonst komme ich da nicht rüber. Seems like the elements. Dummerweise hat Karl, der Brückenbauer, kein Metall mehr dabei. Oh nein, oder? Wo soll ich das jetzt herkriegen, Leute? Stopp, den Hammer hat er doch dabei, richtig? Ja, den hat er dabei. Also fehlt uns nur. Ja, das finde ich mal so ein bisschen missverständlich, wie das hier markiert ist. Kommen wir noch gar nicht zu der Hütte. Also ich muss auf jeden Fall über den Fluss. Das ist doof, Leute. Geh ich mal zu dem anderen Weg. Oder kommen wir hier rüber? Ja, das sieht gut aus. Dann gehen wir einfach hier rüber. Okay, das ist sehr kalt, war. Gut, dass es eine Alternative gibt. Was ist denn hier nur passiert? Niedergebrannte Hütte, das ist schlecht. Es sei denn, die brennt noch. Dann können wir uns da auch aufwärmen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier ein Lager aufschlagen könnten. The door had been busted down violently, and a burnt smell filled the air. Half of the cabin had been consumed by flames. Carl surveyed the chaotic scene, noticing that someone appeared to have intended to use the furniture as bonfire fuel. Carl had no idea how such a mess could have occurred, but he knew it didn't bode well. Nee. Wollte wohl jemand Spuren verwischen, oder? So. Eine niedergebrannte Hütte. Ominös, ominös. Was können wir hier noch? Hier kann man nicht mehr schlafen. Ja, das steht fest, Leute. Ist denn hier noch irgendwas drin? Ja, im Verbandskasten. Also damit können wir uns jetzt mittlerweile auch gut versorgen, wenn wir dann angegriffen werden. Verbandskästen habe ich nun bei weitem genug gefunden. Ja, nochmal speichern, dass auch der Verbandskasten oder das Inventar gespeichert wird, das aktuelle. Okay, aber mehr ist hier nicht. Aber auf jeden Fall wollte jemand Spuren verwischen, das denke ich mal. Also sonst gibt es wahrscheinlich keinen Grund. Und das Feuer griff dann um sich, also dass es hier noch so gut gebrannt hat. Ja, scheinbar war das bevor der Schneesturm ausbrach. Ja, pack mal aus deine Kamera. Ja, dann sollte ich auch mal die richtige Taste drücken. Ich drücke dann immer anstatt ER. Weil er ist ja direkt daneben. Ne? Hier wegwerfen, nicht? Gut, okay. Kommen wir jetzt hier weiter. Ja, Leute. Wir kommen da auf den Weg auf jeden Fall. Und das ist noch eine Hütte. Okay. Ruine, die haben wir jetzt einfach mal entdeckt. Die war vorher nicht eingezeichnet. Gut, dann können wir hier direkt weitermachen. Also ein nördlicher Wald immer noch. Ja, ich weiß mittlerweile, wo ich mich befinde. Aber das Spiel meint es ja nur gut mit uns, ja. Ist das der Weg hier? Ne, das ist, denke ich mal, kein Weg, oder? Doch, sieht danach aus. Ich höre irgendwas. Irgendwelche seltsamen Geräusche. Ja, wir sind auf dem Weg. Okay, das ist eine kleine Pfütze oder was? Ja. Ja. Oh, der Wendigo wieder. Knarre raus. Zum Glück haben wir hier noch Munition. Ja. Super. Wieder eine Weggabelung. Wo müssen wir jetzt lang? Ja, wir sollten erst nach links gehen, denn da ist eine Hütte, die vorher schon markiert war. Also das wird auf jeden Fall ein ereignisreicher Ort sein. Aha, hier ist diese Pfütze. Ein kleiner Weiher oder sowas. Sehr romantisch. Selbst bei diesem Wetter. Verhältnissen hier. Hütte. Und da ist wieder ein Pfeil. Ich mache erstmal das Feuer an. Ich meine, wir haben zwar einen Pelzmantel, aber... Seems like this place was long deserted. Aha.
Ja, das sieht mir auch so aus. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Holzscheit mehr, oder? Doch, hier sind doch welche. Ja, in Hütten sind meistens Holzscheite. Aber mehr kann ich nicht mitnehmen. Denn Karls Inventar ist voll. Ist hier irgendwas im Mülleimer? Nee. Auf jeden Fall ist hier wieder ein This Pfeil. hunt was never ending. Carl Ja, heard that the hunter had wahrscheinlich. finally triumphed over the beast. Tja. Wie viele Bolzen hatte der überhaupt dabei? Also die, jetzt haben wir ja schon etliche gefunden, ne? Also der muss ja ein, keine Ahnung, was der mit sich herumgeschleppt hat an Bolzen. Dieser Indianer. Oh, bisschen dunkel. Ja, machen wir mal. Bringen wir mal Licht ins Dunkle. Jetzt haben wir da wieder eine Leuchtkugel. Können wir die mit der Knarre vielleicht abschießen, diese Leuchtkugeln? Ja, natürlich praktisch. Können wir vielleicht einen größeren Bereich mit unserem Licht erhellen? Ja. Und weiß wäre Schachmatt gewesen, ja. Wow. Wie lange haben denn dieses Spiel gespielt? Ist ja keine Figur mehr drauf, sonst weiter bis auf 3. Das habe ich ja noch nie geschafft. So habe ich keine Figur mehr. Also. Auf dem Spielfeld war. Sehr krass. Ist da oben irgendwas? Ne. Das war nur der Wind, der durch die Wipfel der Bäume streicht. So, okay. Mal Licht anmachen. Also ich denke mal, das war nur eine Zwischenstation hier. Das ist jetzt nichts Besonderes gewesen. An dieser Hütte. Hier können wir auch. Das ist ein Anzünder, oder? Hier Zigaretten und Seife. Schon hat sich hier jemand gewaschen in diesem Trog. Ah, keine Ahnung. Eine Leiter. Können wir auch nicht aufsteigen, oder? Nein. Moment. War da wieder was? Ach, hier. Ja, können wir fotografieren. Nee, das müssen wir nicht mal fotografieren. Das ist egal. Quatsch. Ich nehme nochmal einen Holzscheit mit. Man weiß ja nie. So, mehr können wir nicht mitnehmen, weil die sind relativ schwer. So, jetzt muss ich mal sehen, wo ich jetzt lang muss. Ich gehe immer einfach hier weiter entlang, dem Weg folgend. Und mal sehen, wo wir denn ankommen. Es wird spannend, Leute, auf jeden Fall. Geht's hier spannend weiter. So, welchen Weg jetzt wieder? Mann, Leute, ist ja Wahnsinn hier. Was man hier alles erkunden kann. Okay, den linken Weg anscheinend müssen wir nehmen. Oder ist da noch eine Hütte? Ne, das war die Hütte. Okay, da würden wir nur wieder zurückkommen. Gut, dann latsche ich mal jetzt hier lang. Eieiei. Ist das verwirrend hier. Der andere ist erst gar nicht eingezeichnet gewesen. Oder kommen wir jetzt wieder zurück? Das ist ja komisch. Ja, wir kommen jetzt wieder zurück. Nein, das möchte ich nicht. Erstmal weitergehen. Mich doch jetzt nicht um 360 Grad gedreht, oder? Oh je, Orientierung, wo bist du? Es ist zu dunkel. Das seht ihr ja nichts über YouTube hier. Bei YouTube sind ja meistens dann noch ein bisschen dunkler die Videos. Oh oh! Der Wendigo! Oh, den haben wir diesmal ein bisschen spät gesehen. Aber wir haben ja zum Glück genug Schmerzmittel dabei. Ah, ich sollte die Knarre draußen lassen. Also, das deutet auf jeden Fall darauf hin, das permanente Auftauchen des Wendigos, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So hoffe ich doch. Ich muss nochmal auf die Karte einen Blick riskieren hier. Ja. Das sieht gut aus, Leute. Hütte. Noch eine Hütte. Wo? ist das dieselbe Hütte? Nee. Das ist eine andere Hütte, oder? Ja. Hier ist dunkel drin. Nee, Quatsch. Das ist so doof, ne? Ja, das ist so. Dann werde ich nochmal speichern. So. Okay. Dann wissen wir jetzt, wo wir weitergehen müssen. Ach, jetzt geht die Tür noch nach innen, oder? Das haben sie ja sehr clever gemacht. So, hier geht's lang.
Sind wir denn jetzt richtig? Ich muss mal auf die Karte sehen. Ja, okay, weiter geht's. Na, kommt. Eieiei. Ich höre ja auch irgendwelche Tiere im Hintergrund. Ja, Schneesturm ist nach wie vor sehr stark. Nicht weniger. So, geht's jetzt lang? Hier lang. So hoffe ich doch. Ja, da ist er wieder. Ich habe schon drauf gewartet, dass der Wendigo wieder auftaucht. Diesmal versucht er uns zu flankieren. Karl, lad nach. Als Koreakrieg-Veteran, Kriegsveteran, müsste er sich eigentlich auskennen. Ne? Mit Waffen, wie man sie schnell, möglichst schnell nachlädt. Was ist denn da drin? Streichhölzer. Noch ein Medikit. Also das Spiel traut uns anscheinend sehr wenig zu. Sonst würde es uns nicht derart mit Medikits bombardieren. So, hier geht's weiter. Hier ist was abgesperrt, Leute. Kann man sich hier ducken? Nee. Können wir das abfackeln? Mal sehen, ob wir jetzt hier weiter müssen. Nee, da kommen wir wieder zurück. Nee, das möchte ich nicht. Tja, das ist ja doof. Oder sind wir jetzt doch hier richtig? Können wir hier was abbrennen oder so? Oder freisprengen? Nee, wird jetzt nichts angezeigt. Die Karte möchte ich jetzt nicht zoomen. Ich möchte einfach nur die Lampe haben. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Damit kann ich nicht interagieren. Sehr geheimnisvoll, Leute. Aber ich würde mal sagen, ich werde es dann mal erstmal mit dieser Folge bewenden lassen. Also falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Denn dann geht es definitiv beim nächsten Mal hier an der Stelle weiter. Bye bye, ciao ciao, euer Chuck.